Hallo, hallo. Heute möchte ich euch in diesem Video eine kleine Technik zeigen, und zwar wie man aus dem, langweiligen linken Foto ein doch etwas interessanteres Bild erstellt. Das Foto wurde mit einer Digicam fotografiert, einer ganz einfachen, billigen, einfach aus der Hüfte geschossen während dem Spazierengehen. Und ich möchte euch jetzt da eben zeigen, wie man mit einer einzigen RAW-Datei oder vielleicht sogar einer JPEG-Datei ein, so Pseudo-HDR erstellt und einfach das Bild ein bisschen knackiger und interessanter erstellt. Viel Spaß beim Zusehen. Gut, als erstes öffne ich die Bridge und sehe hier nun meine RAW-Datei. Mit der rechten Maustaste kann ich diese in Camera Raw öffnen, beziehungsweise mit der Tastenkombination Steuerung und R. Ab Photoshop CS6 bzw. Photoshop CC sind hier diese beiden Regler hinzugekommen. Und zwar die Lichter und die Tiefen. Und zwar die Lichter schiebe ich ganz nach links und die Tiefen ganz nach rechts. Hier tut sich eigentlich schon mal das meiste für den HDR-Effekt. Bei einer jeden Bildbearbeitung beginne ich an und für sich mit dem Schärfen. Eigentlich schärfe ich ein Foto immer zweimal, einmal in Camera Raw und einmal dann für die finale Bildausgabe, dann je nachdem, wo ich es benötige, für Web oder für Print. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Ein bisschen mehr. Ja, Bildrauschen haben wir keines. Ah, hier unten vielleicht ein bisschen. Kann ich hier mit der Rauschreduzierung, mit Luminanz noch ein bisschen hochgehen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Vorher, nachher, ja. Gut. So, wenn ich jetzt den Licht- und Tiefenregler hier verschiebe, verschwindet mir leider auch ein bisschen der Kontrast. Daher hebe ich jetzt da den Kontrast ein bisschen hoch. Gut. Vorher, nachher. Sieht schon viel knackiger aus. Ich sehe, ich habe das hier eher mit einem Weitwinkel fotografiert. Dann wende ich hier noch eine Objektivkorrektur an, um die Verzerrungen zu entfernen, und wähle dann auch noch jetzt das Freistellwerkzeug, um mit dem Bildausschnitt zu ändern. Da das Foto ja mehr oder weniger aus der Hüfte geschossen wurde, naja, die Straße hier vorne brauche ich nicht, und hier rechts den Rest von der Dachrinne und so weiter benötige ich auch nicht. Bildschnitt wähle ich hier 2 zu 3 und schaue mir jetzt da beim Bildschnitt an, dass ich hier das Geländer nicht wegschneide, beziehungsweise so viel wie möglich von dieser Fußmatte hier wegbringe. So. Und auch hier oben so viel wie möglich von diesem Schotter weg hier wegbringe. Gut, mit Enter bestätigen. Ja, schon viel besser. Hier bei dieser Aufnahme würde ich sagen, durch diese Holzstruktur her kann ich auch noch den Klarheitsregler noch ein bisschen hochziehen. Werte sage ich hier nicht genau an. Es ist je nach Motiv ist es einfach ein Unterschied, wie weit man diese Werte verschiebt. Ich bearbeite hier einfach nach Gefühl. Ich bin jetzt circa bei 53. Gut. Dann gibt es hier noch die HSL und Graustufen. Möchte ich noch etwas das Grün hier vorne noch etwas zum Leuchten bringen. Ja, sieht schon viel besser aus. Und hier in diesem Träger, in diesem Eisengerüst, wahrscheinlich noch Orangetöne drin, jawohl, und Rottöne. Ja. Gut, das war die Bearbeitung mal soweit in Camera Raw, und mit Bild öffnen öffnet sich nun Photoshop. In Photoshop angekommen, beginne ich jetzt mal mit der Retusche. Zu diesem Zwecke dupliziere ich mir diese Hintergrundebene mit Steuerung 0, beziehungsweise kann ich ja auch diese Hintergrundebene herunterziehen, hier auf dieses neue Ebenensymbol. Diese Ebene taufe ich gleich Retusche und HDR. Da hier leider noch etwas von dieser Fußmatte hier zu sehen ist, werde ich diese mal wegretuschieren. Ich nehme hier mal den Kopierstempel mit der Taste S und fange hier mal an. So. Und ziehe mir hier auch diese Kante weiter runter.
Kleiner Tipp, wer mit dem Kopierstempel arbeitet, man muss sich nicht immer den Bereich neu aufnehmen. Einmal eingesetzt oder angesetzt, arbeitet der Kopierstempel immer in dem Bereich weiter. So, jetzt ist mal diese Fußmatte weg. Und hier haben wir, glaube ich, noch, ja genau, einen Teil von der Dachrinne. Verwende ich wieder den Kopierstempel, ziehe mir hier diesen Bereich weiter, nehme hier wieder nichts Neues auf, sondern ziehe das einfach weiter. Gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. Zum Vergleich hier sind nur Kleinigkeiten. Vorher, nachher. So. Diese Ebene habe ich jetzt da schon Retusche und HDR getauft. Mit der rechten Maustaste sage ich jetzt in Smart Objekt konvertieren. Und mit einem Doppelklick auf das Vorschaubild öffne ich nun dieses Smart Objekt. Nun geht man auf Bild, Korrekturen, HDR Tonung. Ich verwende hier an und für sich die Standardeinstellung, die bringt mir ja schon knallige Farben und wirklich schöne Tiefen und Helligkeitswerte. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Warte, bis das hier verrechnet ist und schließe das nun. Speichern. Ja. Und somit haben wir aus einer RAW-Datei ein ja, sehr schönes, knackiges Foto erstellt. Viel Spaß beim Probieren. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.